Mitten im Geschehen der Grazer Stadtsoziologie arbeitet das Stadtlabor Graz, etwa bei der Entwicklung neuer Stadtteile im Rahmen des Smart City Projekts. Das Stadtlabor ist eine private Forschungs- und Innovationsplattform und wir beschäftigen uns mit Stadtentwicklungen, mit Stadt und Nachhaltigkeit, mit der Zukunft von Städten und Innenstädten und auch mit Innovationen in und für Städte. Und in unseren Projekten schauen wir sehr stark, dass wir unterschiedliche Akteure zusammenbringen. Also wir begleiten beispielsweise Stadtteilentwicklungen wie hier in der Smart City Wagner Biro, aber auch in anderen Stadtteilen und Quartieren. Und wir schauen, dass wir hier Akteure zusammenbringen, die nicht üblicherweise zusammenkommen. Wir überzeugt sind davon, dass Innovation jetzt nicht dadurch entsteht, dass immer dieselben Leute, dieselben Experten mit denselben Haltungen und selben Herangehensweisen, selben Lösungsvorschlägen zusammenkommen, im selben Set und über das Gleiche reden, sondern wir glauben, dass es ganz wichtig ist, Impulse von außen, vielleicht auch Störungen von außen hineinzubringen in solche Planungsprozesse. Das heißt, dass wir versuchen, auch Bottom-up-Initiativen einzubinden, Bürger, Bürgerinnen einzubinden, um so diese Prozesse, die Planungsprozesse zu öffnen. Das können jetzt schon Workshop-Settings, Workshop-Formate sein. Das kann aber auch sein, dass man sich, zum Beispiel haben wir das mit einer Gruppe von Kindern, von Schülerinnen hier im Stadtteil gemacht, dass man sich trifft und einen Spaziergang durch die Stadt macht und im Erleben und im Tun sich austauscht. Ja, wie wird dieser Stadtteil von Kindern beispielsweise auch wahrgenommen? Und dann ist natürlich auch wichtig, dass wir Rückmeldungen von diesen Akteursgruppen auch in Planungsprozesse wirklich einbringen. Das heißt, wenn Wettbewerbe vorbereitet werden, städtebauliche Wettbewerbe oder Wettbewerb für den öffentlichen Raum, dass genau diese Inputs, die wir sammeln, die wir gemeinsam erarbeiten, dass die dann noch einfließen in Ausschreibungsunterlagen und dass man dann aber auch noch weitere Workshops und interaktive Formate anbietet, um eben Stadt gemeinsam zu entwickeln, kooperativ in einem Prozess der Co-Kreation. Das ist für uns was ganz Elementares. Wenn ich sage, ein Quartier soll funktionieren und lebendig sein, dann heißt das, dass es von den Menschen angenommen werden soll. Die sollen stolz sein darauf, dass sie hier wohnen. Die sollen Möglichkeiten haben, auch ihre Nachbarschaft mitzugestalten beispielsweise. Und diese Prozesse muss man aber steuern, und zwar von Beginn an. Das heißt, es geht nicht, dass man mal was hinstellt, so irgendwie so top-down geplant und irgendwie alles ganz schön und nett, aber es fehlt dann das Leben. Und das ist irgendwie so unsere Aufgabe. Wir merken jetzt einfach im Tun selbst, in diesen Prozessen, dass die Menschen offen sind dafür, dass sie es wichtig empfinden und dass sie auch durchaus bereit sind, Ideen einzubringen. Heißt das eine Sammlung an Erinnerungen von Menschen, die rund um diese Wiese herum wohnen, leben, arbeiten, die aus ihrer eigenen Geschichte heraus uns Schmankerl aus ihrem Leben erzählt haben? Wie war das vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, vor 50 Jahren, wie sie als Kinder noch in dem Stadtteil gelebt haben? Wo sie wann mit wem gespielt haben, und das kann man sich sozusagen 24 Stunden lang anhören. Eine Sammlung an Geschichten. Die Geschichte wirkt in die Gegenwart und in die Zukunft hinein. Und wir wollen, dass auch die Vergangenheit sozusagen als Thema der Stadtteilentwicklung eine Rolle spielen darf, dass man das sammeln darf, dass man sich über die Vergangenheit hinaus, über die Zukunft dann dadurch auch unterhalten kann miteinander und das sichtbar machen kann und dann erst sozusagen in die Zukunft schauen kann. Grundsätzlich haben wir ja diesen Informationscontainer, wo wir sowieso immer für Informationen zur Verfügung stehen. Es gibt aber auch die aufsuchende Beteiligung von uns. Das heißt, wir gehen in die Nachbarschaften selbst und versuchen in den Nachbarschaften sehr aktiv mit den Menschen zusammenzuarbeiten. Da gibt es kleine Projekte von gemeinsamen Sitzplatzgestaltungen, Gartenanlegen, schwarze Brettentwicklungen. Heute am Nachmittag werden wir Maroni braten in der Nachbarsiedlung. Und wir wollen einfach mit den Leuten zusammenkommen, mit ihnen gemeinsam kleine Projekte in ihren Siedlungen entstehen lassen und so sozusagen diese gemeinsame Stadtteilentwicklung begleiten, die nicht nur auf dem Projektgebiet stattfindet, sondern eben auch in den Nachbarschaften rundherum. Normalerweise wunderschön bepflanzt mit Kräutern oder sonstigen, ist das unsere Ankündigung in den Siedlungen, wenn wir Projekte machen. Wir machen Stammtische und laden zu unserem Container ein für Spaziergänge auf dem Areal. Und der Stiefel ist schon ein bisschen so synonym für uns. Das heißt, wenn der irgendwo auftaucht, wissen die Nachbarn schon, dass wir wieder irgendwas planen und irgendwas auf sie zukommen wird. Und die werden auch sehr gern gemocht, deswegen haben wir auch nicht mehr viele, aber sie dürfen sich im Stadtteil sozusagen gut verteilen und überall ihre eigene Rolle spielen. Einen künstlerischen Zugang zur Stadtsoziologie findet der mehrfach ausgezeichnete Verein Interact, der Kultur- und Theaterprojekte im öffentlichen Raum umsetzt.
Der Verein Interact, die Werkstatt für Theater und Soziokultur, ist eigentlich ganz stark darauf spezialisiert, Theater- und Kulturarbeit als Medium der Kommunikation, als Medium der Partizipation einzusetzen, anzuwenden. Wir sind sehr speziell mit interaktiven und partizipativen Theaterformen sozusagen vertraut, machen viele Jahre schon dazu Projekte. Bei uns spielt aber auch immer der öffentliche Raum, der städtische Raum, der urbane Raum eine große Rolle, wo einige unserer Projekte auch direkt umgesetzt worden sind. Partizipativ oder interaktiv ist vielleicht wichtig. Wir versuchen eigentlich so die Grenzen zwischen Alter, Kunst und Kultur zu überwinden. Wir versuchen auch die oft so unsichtbare vierte Wand, wenn man mit Kulturkonsum zu tun hat, vor allem im theatralen Bereich, einfach zu über die Wand eigentlich niederzureißen oder abzubauen, sagen wir es einmal so, abzubauen und eher so Situationen zu schaffen, wo sie unterschiedliche Menschen einbringen können. Und partizipativ ist unsere Arbeit auch ganz stark dort, weil wir eigentlich sehr eng an verschiedenen Lebenswelten von Menschen, von Betroffenen einfach arbeiten und so, oft auch gemeinsam mit ihnen. Ich glaube, es ist eine ganz grundlegende Idee von dem, was wir machen und wo wir dann merken, okay, das kommt auch an, ist einen Raum zu schaffen, einen Raum, in dem es möglich ist, neue Perspektiven und Handlungsmöglichkeiten erlebbar zu machen. Und zwar Handlungsmöglichkeiten, Handlungsspielräume, gerade auch in Situationen und Strukturen, die zunächst einmal sehr schwierig, herausfordernd scheinen. Was bei unseren Projekten auch im öffentlichen Raum oft wichtig ist, dass wir einfach Dinge thematisieren, wo Themen und Menschen vorkommen und eine Rolle spielen, die sonst nicht so gehört oder in die Sichtbarkeit kommen. Gerade der öffentliche Raum ist ein umkämpfter Raum und bestimmte Gruppen sind hier erwünscht und manche sind unerwünscht. Wir haben oft in den letzten Jahren auch mit den unerwünschten Gruppen gearbeitet in unserer Kulturarbeit, damit die auch einen Artikulationsraum bekommen, damit sie auch Gesicht bekommen. Und damit sie auch eine der Stimmen sind, die wichtig sind, wenn es um das Zusammenleben geht. Wir haben in der Regel ein sehr bestimmtes Verständnis, was Bürgerbeteiligung ist. Bürgerbeteiligung ist, wenn die Stadt einlädt zu einer Informationsveranstaltung oder wenn sie sagt, wir würden da jetzt was Neues gestalten und das möchten wir auch mit Bürgerbeteiligung tun. Meines Erachtens sollte dieser Begriff Bürgerinnenbeteiligung viel, viel weiter gefasst werden. Weil die Frage ist für mich, wo beteiligen sich Menschen am öffentlichen und gesellschaftlichen Leben der Stadt? Und wo beteiligen sie sich auch in einer sichtbaren Weise und in einer demonstrativen Weise in gewissem Sinn? Und wir haben über viele Jahre dieses Projekt Permanent Breakfast durchgeführt, wo zunächst ganz simpel eine Person, 4, 5 andere, die sie kennt, an einem öffentlichen Platz zu einem Frühstück einlädt. Also zu einer eigentlich Alltagshandlung. Die zu diesem Tisch eingeladen wurden, werden ihrerseits sozusagen gehen das Commitment ein, dass sie in den nächsten Tagen auch mal so ein Frühstück im öffentlichen Raum veranstalten und sich sehr genau überlegen, wo mache ich das, wo möchte ich da gern auch ein gewisses Zeichen setzen. Ein gewisses Zeichen, dass es möglich ist, auch im öffentlichen Raum, ohne was konsumieren zu müssen, Platz zu nehmen, dass es möglich ist, sich im öffentlichen Raum auch mit jemandem an einen Tisch zu setzen, den man nicht kennt, aber wo man zumindest Frühstücken kennt. Und insofern hat dieses Projekt viele Aspekte von Beteiligen. Sich einfach diese einmal wieder die Frage zu stellen, wem gehört eigentlich der öffentliche Raum, gehört er nicht auch mir? Und will ich mich am öffentlichen Raum beteiligen, sichtbar beteiligen? Und es war über viele Jahre ein ganz spannendes und auch sehr, sehr angenommenes Projekt, weil es natürlich Eigeninitiative auch ist, weil irgendwann verselbstständigt sich das. Irgendwann gehen wir zwar von Interact aus die Initiative, aber wir wissen nicht, wie das weiter verfolgt wird. Und oft sind dann auch Passanten, die dann halt so vorbeikommen und stehen bleiben und sie denken, was ist denn das jetzt? Haben dann einfach gefragt und dann haben wir ihnen erklärt, was das ist und dann wollen sie sich dazusetzen und dann ist dieses Projekt auch auf die Art so, hat andere Menschen dazu bewogen, einmal nachzudenken und irgendwie vielleicht sich auch die Frage zu stellen, will ich sowas nicht selber mal machen. Wer am sozialen Leben einer Stadt teilnehmen will, für den ist auch Bildung besonders wichtig. Ein Zugang, für den der Verein ISOP steht. ISOP steht für innovative Sozialprojekte. ISOP ist eine Sozial- und Bildungseinrichtung, die es seit 1987 gibt, also seit bald 30 Jahren. Schwerpunkt unserer Tätigkeiten führen wir in Graz aus, in den Bezirken von Graz. Wir sind gleichzeitig aber auch in mehreren Gemeinden der Steiermark engagiert.
Wir unterstützen Menschen, die arbeitslos sind, die beim Arbeitsmarktservice in Graz vorgemerkt sind, durch sogenannte Transitarbeitsplätze, also befristete Anstellungen bei einem Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt. Das ist ein ganz großes Anliegen, wo wir auch mit dem Sozialressort der Stadt Graz sehr eng kooperieren. Ein zweiter großer Bereich ist dem Feld der Jugendarbeit gewidmet. Da geht es um Streetwork, interkulturelle offene Jugendarbeit. Ein ganz wichtiger Tätigkeitsschwerpunkt ist in der Stadt Graz die Schulsozialarbeit, wo es kurz gesagt darum geht, dass Schulen, Lehrer, Lehrerinnen sozusagen entlastet werden, damit sie besser auf ihre pädagogischen Aufgaben eingehen können, indem das soziale Umfeld von Eltern, Probleme, die die Kinder, Jugendlichen haben, eingehen. Ein ganz, ganz großes Feld ist das Bereich der Bildung, Bildungsangebote. Ich möchte es der Einfachheit halber vielleicht so differenzieren. Das eine sind Menschen, die im weitesten Sinn Basisbildungsbedarf haben. Da reicht unser Angebot für, was von höchster Aktualität ist und im Zunehmen ist, Flüchtlinge, zugewanderte Menschen in Graz Deutschkurse anzubieten, teilweise Alphabetisierungskurse anzubieten. Das ist ein Schwerpunkt. Ein weiterer Schwerpunkt ist, wo wir sehr stolz drauf sind, es wird demnächst ein Jubiläum geben. Wir führen seit nunmehr 16 Jahren eine externe Hauptschule, wo Menschen, die eben keinen Pflichtschulabschluss, aus welchen Gründen auch immer, erreicht haben, bei uns den Pflichtschulabschluss nachholen können. Es ist der Nutzen für eine Gesellschaft und in einer Gesellschaft nicht nur bezogen auf die konkreten Menschen da, die einen Pflichtschulabschluss haben, sondern ist es ein Nutzen für die Grazer Gesellschaft, für die Grazer Kommune, wenn Menschen, dadurch, dass sie eine höhere Bildung oder zumindest einen Pflichtschulabschluss erworben haben, an der Gesellschaft erst teilhaben können. Das hat damit zu tun, wie soll man Demokratie leben können, ganz alltäglich leben können, bei Wahlen, aber auch über die Jahre als mündiger Staatsbürger, Staatsbürgerin an einer demokratischen Gesellschaft auf kommunaler Ebene teilzunehmen, wenn gewisse Fertigkeiten, die einfach mit Bildung zu tun haben, nicht da sind. Ich würde aber, und das schließt sich für mich überhaupt nicht aus, nicht nur, so wichtig das ist, humanitär und sozial argumentieren, bezogen auf die Personen und auf die Kommune, auf die Stadt Graz, sondern in einem wohlverstandenen Sinn, der nur leider nicht durchgängig umgesetzt wird, dass es ganz konkreten auch ökonomischen Nutzen hat. Jemand, der keinen Pflichtschulabschluss hat, wo landet dieser Mensch leider, ob er will oder nicht? Sehr, sehr oft in der Arbeitslosigkeit. Das sind passive Kosten. Wo landen die Menschen, wenn die das Arbeitslosengeld nicht mehr ausbezahlt wird? Dann muss man Mindestsicherung auszahlen. Das heißt, kurz gesagt, es ist in ökonomischer Hinsicht sehr, sehr viel günstiger, billiger für eine Gesellschaft, wenn sie ganz massiv in Bildung und in Soziales sowie auch in Wissenschaft investiert. Es gibt nichts Teureres als die Folgekosten, die daraus entstehen, dass Menschen im Bereich der Bildung, im Sozialbereich zurückgelassen werden.